Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay-Video. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, das da hinten ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Hier gibt es immer ja, eine News-Sendung, Gameplay-Videos, Hardware-Videos gibt's und ja, alles rund um Thema VR. Und ja, würde ich mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also jetzt auf Abo drücken. Ja, was ist Stargaze? Stargaze ist auch so ein kleines Rätsel-Wimmelbild-Suchspiel, sage ich mal. Wir sind in so einem Observatorium und müssen kleine Welten erkunden und kleinere Rätsel lösen. Ich bin bei der zweiten Welt schon irgendwie gescheitert, würde ich sagen. Aber seht ihr gleich selber im Video. Aber ich wollte euch jetzt auch nur mal zeigen, um was es da bei dem Game geht. Und ja, ich muss sagen, also. Wenn es auf Deutsch wäre, wäre es echt was für die Kinder da draußen. Also von Deutschland, sage ich mal aus. Ansonsten ist das natürlich auch was für Kinder aus dem englischsprachigen Raum. Denn ja, da wird auch ein bisschen was erzählt immer mal wieder. Und ja, ich denke mal, man kann das auch so, wenn man jetzt die Story nicht hört, und kann man das natürlich auch verstehen, aber man muss auch schon mal ein Buch lesen, was die von einem wollen. Und ja, da wäre besser, wenn es auch eine deutsche Übersetzung gibt. Ja, der Entwickler ist Plate with Fire und der hat angefragt, ob ich das Spiel hier mal vorstellen könnte. Und ja, mache ich natürlich sehr gerne. Ich muss sagen, es ist sehr nett gemacht, also auch grafisch her echt super und hat mir soweit gefallen, aber mein Genre ist es jetzt nicht. Muss ich auch sagen, aber da draußen gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, sowas spiele ich echt gerne, interessiert mich und ja, vielleicht ist das dann natürlich was für euch da draußen. Wenn euch das Spiel, das Gameplay nachher gefallen sollte, würde ich mich natürlich auch mal unter ja, Kommentare freuen, wie ihr das Game findet und ja, oder ob das gar nichts für euch ist, natürlich auch. Ja, Leute, gucken wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an. Und ja, hier sind wir. Schon auf der Steam-Seite, das Game kostet 16,79 € und hier sehen wir so ein bisschen die Welten, die wir erkunden. Das ist die Welt, wo ich nachher auch scheiter. Und ja, wie wir sehen, hier gibt es mehrere Sachen zu sehen. Der Sprecher ist sehr, sehr cool gemacht, also echt gut. Ah, ich sehe gerade, hier gibt es auch sogar eine Demo, die ihr euch runterladen könnt. Ja, alle gängigen Brillen werden hier wieder unterstützt. Index, Vive, Rift, VMR-Brillen. Sitzen und im Stehen können wir spielen. Leider keine anderen Sprachen außer Englisch. Ja, so sieht das Observatorium aus. Wir sind also mitten im All einfach so freischwebend und es ist vom Feeling her schon cool gemacht, muss man sagen. Also, mir hat das drumherum schon gefallen. Vom Spiel her war es für mich jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, ja, cool, das ist mein Game. Aber trotzdem, wie gesagt, für alle Genres gibt es seine Liebhaber. Von daher stelle ich sowas auch trotzdem gerne vor. Ja, Leute, jetzt geht's einfach mal zum Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hi Leute und willkommen bei Stargaze. Und ja, wir sind hier mitten im Menü. Da sehen wir ja, unser Observatorium, von dem wir aus irgendwelche kleinen Planeten und so weiter entdecken. Und ja, das Ganze ist so eine Art, ich würde sagen, so ein Wimmelbild-Suchspiel fast. Und aber recht schön verpackt. Und ich wollte euch ein bisschen Gameplay jetzt davon zeigen, wer meine VR-News-Sendung nicht gesehen hat. Also da habe ich mal ein bisschen was gezeigt, so 5 Minütchen. Und jetzt gibt es das längere Gameplay. Ja, so 20, 25 Minuten können wir machen. Von da aus gehen wir mal auf New Research. Und los geht's. Have I ever told you about my friend in the observatory? He was a curious fellow. Observant, yes, but also inclined to tinker. So, jetzt können wir uns hier das Observatorium hoch und runter stellen oder dieses will aber nicht. Warum will er nicht? Alt.
Aha, okay. Keine Ahnung, was er jetzt gerade eben hatte. Auf jeden Fall können wir hier die Höhe einstellen. Und ich packe mir das jetzt mal so wirklich auf Kopfhöhe. So, hier kommt scheinbar schon mal irgendwas. So, Ping-Geräusche. Ist aber echt schwer zu drehen, das Ganze, muss ich sagen. So, jetzt haben wir unser erstes Rätsel hier. Hier können wir das Teleskop ausrichten. Und ihr seht jetzt hier dieses Dreieck. Und das müssen wir jetzt da reinbringen. My friend could never stand having complimentary things apart. Even when they were light years away from him, he just had to put them together immediately. Jetzt können wir hier den Winkel auch noch ändern. Sind wir wieder unserem Punkt, wo wir was zusammenfügen müssen. So, und das geht jetzt hier nicht. Müssen wir den Winkel auch anpassen, sodass es halt wirklich da reingeht. So, und jetzt haben wir hier so ein Buch. Da müssen wir immer Sachen eintragen. Sometimes I would wonder if it was doing the thinking for him. So, und jetzt können wir hier uns unsere Feder nehmen und können die Idee hier greifen. Why is the galaxy core not active? Energy source. Also dem fehlt Energie. Warum er das jetzt nicht hier reingeschrieben hat, weiß ich nicht. So. To his prose was finding connections between things. Getting into what makes them tick, no matter how alien they were to begin with. So, jetzt müssen wir nochmal den Winkel ändern. Ah, da haben wir jetzt was gefunden. So, und jetzt können wir hier so ein Foto machen. Das wird da ausgedruckt. Und dann können wir das hier einkleben. He put the photograph into the journal. There was a perfect place just for it. Also wenn es auf Deutsch wäre, wäre das ein super Spiel für Kinder. Find the linking symbol. Müssen wir noch irgendwas finden? Ah, okay. Das hatte ich doch gerade noch gesehen. Da oben, genau. Foto? Und so muss man halt immer alles irgendwie komplettieren. He pulled the big old zoom lever. As there was much more to see. Also, jetzt hat sich unser Buch auch ein bisschen hier verändert, ne? Und jetzt können wir hier aussuchen, wo wir hin wollen, aber wir können, glaube ich, erstmal nur da oben hin. Schauen wir mal, was das ist. The Ice Planet. A gyroscopic lattice of slipperiness. In all the cosmic pantheon, you won't find a cooler place to hang out. Was müssen wir da irgendwas? Okay. Kann man das hier hinpacken? Nein. How has life on the planet adapted to its harsh temperatures? Jetzt müssen wir da irgendwelche Kreaturen wahrscheinlich suchen. Das zum Beispiel da.
Was ist das da? Warte mal, so. Kann man ein Foto von machen, von dem Tier? Nee. Okay, hell on weiter. Is out cruising for trouble, looking to stumble into a rumble. Zoom in. Nee. Oh, jetzt bin ich wieder raus. Okay. Da war was. So, runterdrücken, dann zoomen wir rein, hoch, dann zoomen wir wieder raus. Was that howling sound the chilly draft of an open window? Even their environmental habits were criminal. Na komm, ich will den kleinen Kerl fotografieren. Oh. Kann man nicht fotografieren? Nö. Okay. Was können wir jetzt hier machen? Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten das fotografieren, das Tier. Ah, okay. Da kann man was machen. Look, a flying fish. These prawn punks seemed not to know the use of fear. You should have seen him bang. Bomb around those loops. A crazy kamikaze. Hmm. Nichts mit der Idee anfangen hier. Planet. So. Vielleicht war da der Fehler. Dass wir sonst noch nichts anderes machen konnten, vielleicht. Gucken wir nochmal in die Höhle rein. Kann der Kleine jetzt los? Look, a flying fish. These prawn punks seemed not to know the use of fear. Nothing to photograph. Das kann doch nicht sein. Wir müssen irgendwie von der anderen Seite ran, dass wir noch ein anderes Loch zumachen können. Oben rein. Auch nicht. Und mal gucken, was dann sonst noch so ist. Da ist zu. Auf. Da ist irgendwas eingefroren. Kann ich aber auch nicht ran. Hm. Gar nicht so einfach. Da könnte man ja irgendwie rein hier. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier anvisieren soll. Oh, runter nützt auch nichts. Das ist wirklich nur die Höhe vom Bild. Ah, guck mal hier.
Wie soll man das denn wissen? Okay. Gehen wir nochmal da rein. Vielleicht hat sich irgendwas getan. Ah, guck mal hier. Na, da muss man so echt so krass nach da und nach da gehen. My friend began to feel as if he were abetting a break and enter. Und weg ist er. Salt Spice. Ah, okay. Ja, natürlich. Was ist es in den Höhlen drin? Da ist Salz drin. Okay. Ah, fehlt ein bisschen. Das sah auf jeden Fall aus wie eine Frau. Nee, das ist doch keine Frau, okay. Ein bisschen zu viel Fantasie habe ich. Find my place in the journal. Iconic forms of worship. Oh, wenn du das sagst. Graffiti. The wallpaper of social deviance. Find my place. Grotesque. Ja. Okay. Müssen wir noch ein Foto finden? So. One on one. It's looking like a surf and turf war was on the menu. The scene was missing. One more prowler. Was können wir noch machen? Da ist noch irgendein Teil. Das würde ich auch gerne auftauen, aber irgendwie komme ich da nicht dran. Das. Anstatt da könnte man auftauen. Also doch. Ah, keine Frau, das ist irgendeine Qualle. So. Yes. War jetzt gar nicht so einfach. Aber halt, wie ich gesagt habe, so ein Wimmel-Bild, ne? Haben wir denn jetzt zu dem alles? Nee. Müssen wir eigentlich noch hier... Nochmal raus, mal gucken, ob wir noch woanders hingehen können. Ja, aber...
wahrscheinlich erst. Weil das ist hier das, ne? Also wirklich erst, wenn man den Planet hier fertig hat. How has live on the planet adapted to its harsh temperatures? What is the best way to stay healthy all winter? Hm. Was wollen die von uns? Hm. Ich dachte, man könnte den Schnee da oben auflösen damit, aber... Hab ich mir eben schon öfters gedacht. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das Spiel ist nicht einfach. Ich habe euch jetzt auch nicht so viel gezeigt davon, aber ihr könnt euch einen guten Eindruck vermitteln hier von dem Game, was man machen muss, ob das was für euch ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt nett gemacht, aber eher was für Kinder, würde ich fast sagen. Also Kinder werden hier mit Sicherheit Spaß haben. Für mich ist das jetzt kein Titel, wo ich sage, wow, wow, ne? Da muss ich ehrlich sein. Aber es ist nett gemacht, es funktioniert alles so, wie es sollte. Und es läuft flüssig, ich habe hier keine Probleme. Es sieht super schön aus, echt nice. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ihr hier den Kanal abonnieren würdet. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.